Ja, herzlich willkommen auf Deal Doktor. Heute haben wir wieder mal und ich freue mich wirklich ernsthaft darüber. Wir haben die neue Degusta-Box und man weiß nicht, was drin ist. Was wird es diesmal für ein Motto sein? Keine Ahnung. Das letzte Mal war es, was war es das letzte Mal? Gartenparty war es das letzte Mal. Da war es auch ein bisschen heißer, jetzt ist es ein bisschen kälter. Ich habe das Ding extra gekühlt, nämlich ich habe auch Durst, wenn es jetzt irgendwie was Leckeres zu trinken oder zu essen gibt, das gekühlt sein muss, dann habe ich es direkt hier in der richtigen Temperatur und das wird total geil, glaube ich. Ich glaube, das wird total cool. Hier haben wir wieder dieses Siegel, Gebrauchsanweisung, aufmachen, freuen, genießen und teilen. Das werden wir natürlich machen. Ich mache das in meinem Büro, verteile ich den ganzen Kram. Aha. Degusta-Box, August-Box, ja, okay, aber welches Motto haben wir denn? Ja, anscheinend haben wir diesmal überhaupt gar kein richtiges Motto und hier sprießen schon die ganzen Sachen raus, die hier drin sind. Okay, ich ziehe jetzt einfach mal irgendwas, das hier. Was haben wir denn jetzt hier? Es ist eine Snacktüte, Salamischeiben. Normalerweise hat man ja so eine komplette Salami. So ein langes Ding und das muss man schneiden und da ist irgendwie so eine Folie drum, hier so eine Haut und das ist jedes Mal ein Riesenakt, diese Haut abzumachen. Teilweise esse ich die Haut einfach mit, weil ich viel zu faul bin oder nicht geeignet, meine Hände nicht geeignet sind, meine großen Hände hier, die Haut abzumachen. Und hier ist sie sofort ab. Das Einzige, was man hier abmachen muss, ist hier die übermäßig große Verpackung. Ja, schon mal gut. Hörnchen oder sowas? Ganz ehrlich, würde ich weitergeben, weil zwischendurch so Zimtding ist auch gut. Ich bin mir nicht sicher gerade. Eigentlich müsste ich essen, aber das will ich mir für was anderes aufheben. Und wisst ihr für was? Für Chips natürlich. Für Chips hebe ich mir sowas auf, weil ich liebe einfach Chips. Perfect with Beer. Okay, das überzeugt mich schon mal extremst. Und Chili and Lime, das erinnert mich ein bisschen so an Mexiko, oder? Mexiko, die haben auch gerne Limetten und Chili natürlich auch. Die ernähren sich, 90% der Mexikaner ernähren sich nur von Chili. Und die restlichen 9, also 9% sind Limetten und 1% sind andere Sachen. Man muss aber was anderes essen. Ich mach's mal auf. Also traditionell werden ja Chips immer aufgemacht. Bei mir das letzte Mal waren es Bacon-Sachen. War schon nicht schlecht. Das war wirklich so richtig lecker Fleischgeschmack. Diesmal ist es mal ein bisschen was Gesünderes. Sage ich mal. Ja, riecht schon nach Chili. Das riecht man schon. Riecht ihr es auch? Riech mal hier. Mmh. Ist auch ein bisschen scharf. Muss auch ein bisschen scharf sein. Ne? Mmh. Ein bisschen Schärfe gehört mir dazu. Im Leben. Gehört mir dabei. Sagen wir mal so. Ich hol mal was zu trinken raus. Lass die Sachen erstmal da kurz. Ich hol mal was zu trinken. Das ist was Gutes. Das ist ein Strongbow Cider. Ich trinke für mein Leben gern Cider. Es ist, glaube ich, hier aber mit Holunderblütengeschmack. Was ist das denn? Das ist ja was ganz Neues. Ist auf jeden Fall so ein Getränk, was man sich auf jeden Fall mal genehmigen kann. Ich will jetzt aber nicht so viel saufen wie beim letzten Mal. Wir stellen mir das da hin, das kann man dann später trinken. Dann brauchen wir jetzt aber noch ein Getränk, damit ich hier meinen Chip schnell runterkriege. Hier, guck mal, hier ist eine Dose. Leute, was wird's sein? Trommelwirbel. Ist es was zu trinken oder nicht? Das trinke ich jetzt, egal was es ist. Verdammte Scheiße. Wieder ein Cider. Machen wir es so. Leute, wir lassen das unter uns, dann merkt das keiner. Aber ich muss das wirklich gerade... Oh, das schmeckt... Oh, das riecht aber wirklich nach Cider. Meine Herren. Lecker. Kennt ihr Apfelräuber-Cider? Habe ich noch nie von gehört. Das ist anscheinend wirklich, ich würde mal sagen, was Deutsches. Ja, hier. Jetzt geht's weiter. Jetzt lassen wir uns hier nicht weiter irgendwie stören. Wir haben jetzt diesmal haben wir 7 Days Bake Rolls Fruit and Nuts. Hier sind Pistazien, Cranberries und Rosmarin drin. Ich frage mich, warum eigentlich Pistazien und Rosmarin ist ja hier auf Deutsch und Cranberries sind jetzt auf Englisch. Gibt es keinen deutschen Begriff für Cranberries? Muss es doch geben. Ich guck das mal nach. Oder heißt es Rosmarin? Und Pistazien. Ist das vielleicht auch ein englischer? Das ist doch alles auf Englisch. Und das hört sich einfach nur, es wird nur genauso geschrieben wie auf Deutsch. Ja. Gibt einen
deutschen Namen dafür. Das ist nämlich die großfrüchtige Moosbeere. So, das tut mir jetzt, ich muss euch entschuldigen für 7 Days. Also entweder alles auf Deutsch, ich sage, habt ihr nichts gegen englische Namen, versteht mich nicht falsch, aber entweder alles Deutsch oder alles Englisch. Du sagst ja auch nicht, das ist jetzt ein Stuhl, da vorne fährt ein Car und das hier ist übrigens eine Wand. Sagt man doch nicht. Das können die anderen essen. Ich lasse mich nicht veräppeln, ja, Freunde. Das lasse ich mit mir nicht machen. So, aha. Jetzt haben wir hier wieder ein Müsli. Es handelt sich um das Hofmüsli vom Farmmüsli mit Landfrüchten drin. Landfrüchte, meine Damen und Herren. Früchte vom Land. Nicht die Leute, nicht die ganzen Früchte, die jetzt in der Stadt irgendwie angebaut werden. Es gibt ja ganz viele Obstbauern, die bauen ja einfach mitten auf der Autobahn oder hier mitten in der Fußgängerzone, bauen die ja ihre ganzen Früchte an. Die nicht. Nur die vom Land. Nur die vom Land sind hier drin. Finde ich echt gut. Ohne Rosinen finde ich wirklich sehr positiv. Ich bin gar nicht mal so ein Rosinenfreund. Wenn ich der Rosinenpicker werde, ich würde die rauspicken, auf die Seite legen, gar nicht essen. Aha. Und es geht weiter, Leute. Was zum... zum Backen, aber auch zum Trinken. Hier ist auch eine Tüte dran. Leute, entscheidet euch. Entscheidet euch, ob ihr Sachen zum Backen, zum Kochen oder zum Trinken haben wollt. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Fehler, den haben die Leute schon vor Jahren. Cola. Cola ist dafür gemacht zum Trinken. Nicht zum Backen, nicht zum Kochen. Cola trinkt man. Dann Ketchup. Ist okay, ist ein Dip, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal, was ist denn so eine Flüssigkeit, mit der man kocht? Sojasauce. Sojasauce tust du nicht in ein Glas rein und kippst dir das runter. Nein, du kannst es über Essen machen, das gilt noch, das ist noch kochen, das gilt noch. Und halt wirklich, wenn du was anbrätst oder so. Aber beides geht nicht. Geht nicht. Macht man nicht. So, und jetzt kommen wir wieder zum Höhepunkt des Ganzen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt sind wir wieder an einem Moment gelangt, in dem wir diese Mitte hier herausreißen können und das Beste der besten Sachen, die es hier in dieser Box gibt, präsentieren können. Ich bin gespannt, was es sein wird. Vielleicht ist es ein 100-Euro-Schein. Vermutlich nicht. Okay, Trommelwirbel. Okay, da ist schon was rausgefallen. Leute, das Ding ist wild. Die Kiste ist wild. Bleib ruhig. 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 Ich glaube, das war auch die nicht so gerne. Oh, das ist sehr, sehr leicht. Was haben wir denn hier? Was hat er denn hier verloren? Der Kleine. Kulau Sea Veggies. Mhm. Es wiegt nichts. Was denn hier? Nichts. Das können ja wahrscheinlich hier rumschweben. Wie viel Gramm? 4 Gramm! Hier! Ich erzähl keinen Scheiß! Alter! Okay, und das isst man jetzt hier, oder was? Ja, das sind jetzt wirklich hier so Algendinger? Okay. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie so ein... Also das sind quasi so Algenchips mit Chili-Geschmack. Das ist außergewöhnlich. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Fisch, der ja ganz neue Erfahrungen macht mit anderen Sachen, der vorher die ganze Zeit nur McDonald's, also Wasser-McDonald's gegessen hat und jetzt hier anfängt mit, sagen wir mal, Tiefseekost, um ein bisschen abzunehmen, um ein bisschen mehr Fische, kleine Fischnachkommen zu zeugen. Es gibt einfach kein Motto, bei dem man das isst. Gibt es nicht. Gartenparty wäre kaputt. Weihnachten würden die ganzen Kinder weinen, wenn die dieses Eigending sehen würden. Ostern, der Osterhase würde die Kinder wahrscheinlich bewerfen mit Ostereiern, weil er wahnsinnig geworden ist. Verrückt. Der kommt nicht mehr auf sein Leben klar. So, jetzt packen wir das letzte Ding aus. Und hier haben wir ein Heller. Ein Heller. Gartenklassiker, Rhabarber. Rhabarber. Ja, das ist. Ja.
ist ein Getränk, sagen wir mal so. Okay, so fassen wir das Ganze mal zusammen. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Ich freue mich immer über so Cider. Ich bin absoluter Cider-Fan, ist natürlich Geschmackssache. Für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Salami-Fan, auch richtig lecker. So welche Brotsachen, auch nicht schlecht. Und was ich ganz interessant finde, dass man hier so eine Mischung hat aus wirklich so fleischigen Sachen, alkoholischen Sachen, nicht alkoholischen Sachen und vor allen Dingen auch veganen Produkten. Auch wenn ich jetzt das hier nicht ganz zuordnen kann, ist wahrscheinlich so eine Hafermilch oder sowas. Das finde ich aber ganz gut, dass man für alle Leute ein bisschen was da hat, weil es ist ja auch eigentlich eine Kiste zum Teilen. Wenn man es nicht teilt, dann hat man natürlich ein Problem, weil es schmeckt ja eigentlich alles. Geht ja nicht. Wie soll das gehen? Ich freue mich jetzt auf jeden Fall darauf, diese Sachen hier gleich meinen Kollegen hier vorzustellen. Und was hättet ihr? Was haltet ihr von der jetzigen Degusta-Box? Ist was für euch oder eher nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr euch schon die Degusta-Box geholt? Habt ihr mal Erfahrung gemacht? Auch einfach unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben. Wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Video. Und bis bald, Leute.